Ich meine, das ist ein Thema, was polarisiert. Ich war wirklich, wirklich, also integrierte Hellsehen, das mehr geht. Das war mein ganzes Welt. Yes. Bro, was geht ab? Top, top, top. Ich fühle mich fit wie immer. Sehr gut, Brody, für eine geile Episode of Harry and Matt's High Pressure Podcast. Servus Leute, grüßt euch. So, jetzt reagieren wir auf das nächste Video. Ich bin echt mega happy, dass das letzte Reaction-Video so gut ankam, obwohl ich da echt noch einiges falsch gemacht habe, wie ich gemerkt habe. Ich war nämlich tatsächlich live, zum Glück ungelistet, und habe dann das Video dann irgendwie über Livestream, YouTube, keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall, jetzt läuft das Ganze ein bisschen anders, jetzt sind wir ein bisschen besser aufgestellt und das ging ja auch 30 Minuten. Ich glaube, das war viel zu lang, meine ich zumindest. Deswegen reagieren wir jetzt auf ein Video. Wir haben jetzt, ich habe auch schon bereits vorgespult, dass wir genau zu dem Thema kommen. Am Anfang des Videos spricht Mats da über seinen Hund. Dann geht es noch um die 187 Straßenbande und so weiter. Aber wir, bei mir auf meinem Kanal, interessieren uns ja eher für dieses Thema Harley Davidson, alles was da rum ist, der Lifestyle, bla bla. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Vorab eine Sache möchte ich noch sagen, und zwar, das Video ist natürlich vorher abgeklärt worden. Ich habe auch mit Harry Weiß kurz geschrieben. Grüße gehen raus. Danke dafür, dass wir darauf reagieren dürfen. Das mache ich grundsätzlich sowieso. Ich finde es sonst schon irgendwie, weiß ich nicht, ist sonst ein bisschen frech, finde ich. Da haben wir auf jeden Fall Respekt. Des Weiteren möchte ich eine Sache noch sagen. Wie wir es auch vorher schon gemacht haben im Reaction-Video, geht bitte, tut mir einen Gefallen, der Link ist in der Videobeschreibung, geht bitte auf den Kanal und lasst da mal ein bisschen Liebe da. Unterstützt die Jungs. Ich finde das super interessant. Die haben jetzt schon diverse Videos. Ich glaube, das ist jetzt Folge 7. Kann das sein? Ja. Und ja, also da müssen wir ein bisschen was machen. 1080 Abonnenten passt da gar nicht, weil das sind wirklich geil gemachte Videos. Auch, ich glaube, der Kollege, der sich da um das ganze Setup kümmert, wie man sieht, ist alles ziemlich professionell, also weitaus professioneller als bei mir. Und ich finde die beiden mega sympathisch. Ich finde es super interessant, auf jeden Fall sich sowas mal anzuhören. Und ja, dann lass uns doch mal anschauen, um was es hier heute geht. Wir werden hier da super neutral drauf schauen. Es wird hier nicht irgendwie aus meiner Sicht oder von meiner Seite irgendwas Negatives gegen irgendeinen Club oder sonst irgendwas kommen. Das gehört sich nicht, meiner Meinung nach. Gerade nicht hier bei so einem YouTube-Gedöns öffentlich. Das heißt, Liebe geht raus an alle. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an, was der Mats zu sagen hat. Und dann, ja, werden wir mal sehen. Ich setze mir mal die Kopfhörer auf und dann geht's los. Ach so, genau. Ganz wichtig, immer schön Daumen nach oben. Abonniert habe ich bereits. Und was ich ja gelernt habe jetzt, immer die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr sofort mit, wenn die Jungs da ein neues Video hochgeladen haben. Ja, und kriegt das halt als erster mit und könnt euch das Video direkt anschauen. Wie gesagt, ich finde es super interessant. Die Videos gehen teilweise echt lange, aber ich habe, glaube ich, jetzt schon alle Videos von den beiden gesehen. Da geht es auch um die beiden. Im ersten Video meine ich, was sie so machen. Da brauche ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Das sollen die, das können die am besten selber machen. Ja, dann lasst uns das Ganze doch mal anschauen. Sehr, sehr harte Nummer gewesen, so ein Bauchtattoo. Mats, ich habe auch noch eine Frage an dich. Bauchtattoo, kann ich auch was zu sagen. Das war ein Teil davor, da ging es darum, bezüglich Jizzes und dem Bauchtattoo und sowas. Ja, Bauchtattoo, wie er ja schon mal gemacht hat, Grüße, ihr wisst es, tut ein bisschen weh, ne? Aber ist halt so, müssen wir halt durch. Gerne, Harry, gerne. Beziehungsweise die Zuschauer. Die Fragen, die wir uns hier gegenseitig stellen, sind ja nicht von uns, sondern von den Zuschauern. Wir beide kennen uns ja schon, wir wissen ja das meiste übereinander. Ja. Aber die Leute da draußen nicht. Und deswegen habe ich eine Frage hier, die wurde öfters gestellt und das ist ein Thema, was, wie sagt man, das ist ein Thema, was polarisiert und ein Begriff, der sehr oft in den Raum geschmissen wird, auch von Seiten der Mainstream-Media. Und zwar warst du ja mal Mitglied der Hells Angels in Dänemark. Das ist korrekt. Dem berühmt-berüchtigten Motorradclub. Und da fragt. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was er dazu sagt, weil ja, das ist halt immer, es wird halt viel, viel über das Thema, jetzt nicht nur über Hells Angels, sondern auch über andere Clubs, wird da sehr viel immer in den Medien erzählt oder diskutiert und teilweise, das muss man wirklich sagen, wird das echt krass negativ dargestellt. Das ist zumindest meine Meinung und das finde ich halt ein bisschen übel. Aber ich bin mal gespannt, was der junge Mann da zu sagen wird.
sagen halt eben manche Leute, wurdest du aus dem Club rausgeschmissen, bist du im Bad Standing, hast du da Mist gebaut oder warum bist du da nicht mehr drin? Bitte erzähl einmal kurz die Geschichte, warum du da nicht mehr Mitglied bist und wie das Ganze passiert ist. Das kann ich. Also erstmal, ich war nicht rausgeschmissen. Ich bin auch nicht in Bad Standing. Ich bin in Good. Und ja, da, also meine Clubzeit war auch eine sehr wilde Zeit, weil ich war auch sehr jung, wenn ich Mitglied geworden war. Ich war gerade 23 geworden und ich glaube auch, bin mir ganz sicher, ich war die jüngste Mitglied in Europa um der Zeit. Also, ui, okay, das ist krass. Da bin ich mal gespannt, wie alt er da war. Vielleicht ganz kurz noch vorab, wenn ihr euch die anderen Videos reinzieht, da habt ihr auch so ein bisschen was zum Thema Vorgeschichte der beiden und da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal vielleicht ein bisschen intensiver anhören. Das schaffen wir jetzt natürlich nicht, jetzt alles anzugucken. Falls ihr da Bock drauf habt und die beiden damit auch einverstanden sind natürlich, dann können wir auch nochmal auf weitere Videos da ja, eingehen, reacten, mal gucken. Wir schauen mal, wie das jetzt hier ankommt und dann sehen wir einfach mal weiter. Wow. Ja, wie alt warst du? 23? Ja, gerade 23. Mhm. 23 ist schon eine Ansage, krass. Ich habe meine Hangout-Zeit im Knast angefangen. Wie alt sind denn normalerweise da die Mitglieder in dem Motorradclub? Also auf jeden Fall älter. Das ist jedenfalls sicher. Aber und ich muss auch ganz schnell dazu sagen, meine ganze Knastzeit und dass ich Bandit war, hat nichts zu tun mit Club. Weil man hört oft, ja, die Club bringt Leute, die bringen eines und gar nicht. Ich war schon Top-Bandit, bevor ich überhaupt in den Club kam. Ich glaube sogar, weil diese Frage kriege ich auch oft gestellt auf meinem Instagram, warst du rausgeschmissen oder so, da war ich nie. Aber das ist korrekt. Vielleicht ganz kurz noch vorab, das finde ich auch immer super krass, wenn man sich da mit diversen Leuten mal unterhält, auch viele Menschen, die vielleicht nicht da irgendwie in der Szene unterwegs sind. Das ist teilweise echt übel, ne? Also du, das heißt immer, jetzt mal allgemein gesprochen, oh Mensch, der fährt Harley, der hat da irgendwie einen Patch drauf und da musst du noch nicht mal in irgendeinem Club sein. Da heißt es sofort, ja, okay, krass, bist du irgendwie das und das. Also die Schublade wird aufgemacht und ja, wird zugemacht und du bist sofort irgendwo drin halt. Und das verstehe ich halt überhaupt nicht. Ich denke, man sollte sich immer erstmal jetzt nicht die Meinung von anderen Leuten irgendwie dazu holen, sondern sich erstmal die eigene Meinung halt selber bilden. Und zwar, wenn man sich wirklich auch mit den Leuten auseinandersetzt, wenn man sich darüber informiert, nervt mich jedes Mal total. Also, ja, so ist es halt. Aber das kennt jeder, der da schon mal irgendwie, der selber quasi in der Szene ist oder der da selber auch ein bisschen was mit zu tun hat. Ich habe selber eine eigene Familie, auch Leute, die sagen, ey, boah, Harley fahren und so weiter und so fort, geht gar nicht. Da hast du ja mit denen was direkt zu tun, du hast mit denen was zu tun, bitte, da steigst du direkt, was ich, wo hin ab und wirst sofort super kriminell und keine Ahnung was. Leute, das ist überhaupt nicht der Fall, aber da bin ich jetzt auch nicht der Meinungsmacher hier, da müsste man sich selbst einfach mal informieren und sich mit den Leuten wirklich mal auseinandersetzen und austauschen. Ich war zweimal raus vom Club. Und die also raus, wieder rein und wieder raus? Ja, genau. Okay. Also, und wie kam das? Die erste Mal war ich nicht rausgeschmissen, so mit Fuß im Arsch. Ich war immer noch Freund von Haus. Ich konnte immer noch weiterkommen, wenn ich kommen wollte. Aber natürlich war das nicht meine Entscheidung. Und was ist denn da passiert? Ja, das ist eine interne Clubsache. Ich weiß jetzt nicht, was gleich kommt, aber ich kann mir vorstellen, dass es da höchstwahrscheinlich zu irgendwelchen Missverständnissen gekommen ist. Aber wenn er jetzt sagt, interne Clubsache, das wird er jetzt dann eh nicht sagen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Finde ich auch gut. Das muss man hier nicht irgendwie darstellen. Das wird wahrscheinlich da, das haben die wahrscheinlich unter sich selber geregelt, die Jungs, und dann ist das auch in Ordnung, ne? Und gerade wenn er jetzt sagt, er ist nicht rausgeschmissen worden, beziehungsweise in Good Standing, dann ist es ja auch irgendwie alles entspannt. Aber das war auf jeden Fall viele falsche Sachen passiert und da will ich auch nie auf näheren reingehen. Ich kann nur sagen, da auf jeden Fall falsche Sachen passiert ist, was der Club dann auch später eingesehen hatte. Danach war ich ja tierisch enttäuscht. Und deswegen kamst du dann wieder rein. Genau, genau. Das heißt, da gab es irgendeine Uneinigkeit, du willst nicht genau sagen. Ja, das ist natürlich, aber
Finde ich auch gut, weil wenn man dann irgendwann, ja, es gibt immer Missverständnisse. Das kennt ihr bei euch in der Familie, das kennt ihr bei euch im Freundeskreis und so weiter. Ich finde es immer nur wichtig, wenn man am Ende, das ist mir auch schon ganz oft passiert, dass ich da irgendwie einen Dickschädel hatte und da irgendwie, was weiß ich, von wem anders was gehört habe, war dann auch angepisst und hab mich nicht mal irgendwie richtig erkundigt. Hab dann vielleicht jemanden auch zu früh vorverurteilt, ohne da wirklich mal hinterher zu sein, ein bisschen nachzuforschen, selber. Da gab es vielleicht mal den einen oder anderen Kollegen, wo es dann auch Theater gab und dann hat man sich irgendwann wieder zusammengerauft und dann sollte das Ding auch wieder gut sein. Ist zumindest, finde ich, immer. Und man sollte auch dann auch irgendwie, finde ich, die Eier in der Hose haben zu sagen, wenn man selber auch einen Fehler gemacht hat, den muss man eingestehen. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier war, ne? Nur mal jetzt so allgemein. Dann kann man das auch ganz gut machen und ich habe auch überhaupt kein Problem damit. Wenn ich weiß, ich habe Mist gebaut, dann kann ich auch dazu stehen und kann man auch sagen, du, sorry, pass auf, war einfach nicht cool von mir, tut mir leid und weiter geht's. Und wenn der andere wirklich auch an dir interessiert ist oder dem deine Freundschaft wichtig ist, dann wird er das auch nachvollziehen und dann passt das. Wenn das nicht so sein sollte, dann ist es halt so, dann ist es auch, glaube ich, das Beste, wenn man da auseinander geht. Und dann warst du raus und später haben die das eingesehen und du warst wieder drin. Genau. Den Grund, dass ich das nicht sagen kann, dann muss ich mehrere Namen nennen und das will ich nicht. Nein, natürlich nicht. Nee. Und was ich mir nur vorstellen kann, ist, dass er dann wieder als Prospect angefangen ist. Das finde ich, glaube ich, ein bisschen hart. Keine Ahnung, wie es da in Dänemark läuft, aber ja, bin mal gespannt. Kann ich mir vorstellen. Und das muss man erstmal machen zweimal. Ich glaube, das ist auch nicht ganz so einfach. Die Sache ist, auf jeden Fall war das nicht in Ordnung. Das war nicht richtig. Und ich war natürlich tierisch sauer und danach bin ich auch nach Frankreich zum Farmlegion gefahren. Wie lange warst du davor schon im Club? Seit ich 13, 14 Jahre alt war. Also Mitglied zum das Zeit, glaube ich, war da drei Jahre Mitglied. Was meinst du, wenn du sagst, seit du 13, 14 Jahre alt warst? Weil da habe ich angefangen, in Clubhaus zu kommen. Als ganz kleiner Junge. Okay. Ja, genau. Und Mitglied wurdest du mit 23? Ja, Mitglied zum 23. Meine Prospect-Seite oder meine Hangaround-Seite, das ist ja in Stufen. Erst Hangaround, Prospect und Mitglied. Und zu der Zeit, das war Old School damals. Erst in meinem Charter waren 33 Mitglieder. Damals dürftest du auch keine Arbeit haben. Du hattest nur 24 Stunden frei in der Woche. Das ist nicht so wie heute. Heute würden die niemals keine jungen Leute reinkriegen, wenn die nicht Arbeit haben konnten, was auch viel, viel besser ist. Aber damals warst du viel mehr unter Druck und all solchen Sachen. Wie lange war deine Prospect-Zeit und die Hangaround-Zeit? Die war klein zwei Jahre. Genau, klein zwei Jahre, genau. Und wie gesagt, ich bin angefangen im Knast, bin ich angefangen, meine Hangaround-Zeit. Ich habe von da drinnen auch meine, wie wenn du suchst rein, als Beispiel, wenn du eine Bewertung kriegst, heißt das Bewertung oder eine, wenn eine Versuch... Was meint er jetzt? Lebenslauf, Bewerbung? Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall interessant, wie ich finde, dass, ja gut, dann ist, also ich habe vorhin erst gesagt, okay, das Ganze hat im Knast angefangen. Jetzt weiß dann aber schon, dass er natürlich dann auch schon irgendwie im frühen jugendlichen Alter da auch schon oft ein- und ausgegangen ist. Dann ergibt das Ganze wieder ein bisschen mehr Sinn. Finde ich auf jeden Fall super interessant. Was mal auf jeden Fall auch cool wäre, wenn er da mal so erzählt, wie das eigentlich so als Jugendlicher für ihn war. Wie war das auch zum Beispiel für seine Eltern? Haben die das gewusst? Standen die dahinter? War das in Ordnung? Inwieweit haben sie sich da um den gekümmert? Also das wäre auch mal ein interessantes Thema. Vielleicht könnten wir das auch noch mal irgendwie unter die Kommentare schreiben. Wäre bestimmt auch mal eine sehr interessante Folge. Und mich würde auch mal interessieren, welcher Harley er gefahren ist. Einladung oder was? Nee, so Papiere, wo da steht alles über dich. Die wollen gern bei Prime Tattoo starten als Tätowierer. Bewerbung. Ja, Bewerbung. Habe ja aus Knast ich saß ja im Knast auf der Hells Angel Abteilung und wo nur Leute von Club, Hangarounds, Prospects, Supporters und so weiter sitzen dürfte und da war ich natürlich und da saß ich mit all den alten Mitgliedern von der alten Rockerkrieg in Dänemark und die viele saßen da mit Lebenshaft und sollten sagen und was das angeht, da gibt es auf jeden Fall auch einiges an Informationen. Da gibt es auch Dokus drüber. Ich weiß nicht, ich kann da die Dokus nicht ganz einschätzen, inwieweit das Ganze wahrheitsgetreu ist oder nicht. Aber ja, wer da sich was reinziehen möchte, gerade über dieses Thema, was er gerade gesagt hat, diese Dänemark-Geschichte, da gibt es auf jeden Fall einiges zu finden. Auch finde ich sehr, sehr interessant.
wie gesagt, ne, man muss sich immer mit dem großen Ganzen auseinandersetzen und vielleicht auch mal das ein oder andere Mal mit den Leuten dahinter, um das vielleicht insgesamt mal ein wenig besser zu verstehen und um nicht direkt hier RTL oder was ich was anzumachen, um dann sich da irgendwie darüber eine Meinung zu bilden. Kann ich aber nicht nur bei dem Thema empfehlen, sondern mach das mal grundsätzlich. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, genau. Und dann habe ich da mal Bewerbung reingeschrieben. Sind denn von da angefangen? Das war eigentlich wie ein Clubhaus, nur im Knast. Wir haben auch ganz einigen Küche, weil wir dürften nicht mitgeteilt werden, wenn die anderen gefangen, weil die hatten Angst, das Knast, dass wir das alles übernehmen würden. So, deswegen haben wir unsere einige Abteilung. Das war die alten Horsens. Das ist jetzt Museum. Und jetzt haben wir die neue Horsens, was in der Welt, glaube ich. Was ist Horsens? Horsens ist eine Stadt in Dänemark. Ach so. Das wollte ich auch gerade fragen. Aber jetzt wissen wir es. Eine Stadt in Dänemark, Leute. Und das ist auch genannt der Knaststadt. Ne? Okay. Auf jeden Fall, ja. Und dann war ich ja dann raus. Aber dann kam ich ja dann zurück von Frankreich und alles sozusagen und bin immer noch in die Milieu gekommen. Das ist ja klar, weil ich war nicht einfach. Der eine sagt der andere, ja, jetzt will ich irgendwie Biker werden oder so. Ich bin in diesem Milieu hochgewachsen. Und natürlich habe ich immer noch gute Freunde davon. Und das würde ich auch nie wegschmeißen. Das finde ich auch immer richtig cool, dass er das sagt halt. Ne? Das heißt nicht, selbst wenn man jetzt hier dann sagt, man ist da irgendwie raus, aufgrund von irgendwelchen, was auch immer, privaten Angelegenheiten, dass man trotzdem halt sagt, ey, ich habe noch weiterhin Freunde da. Und wenn das auf Gegenseitigkeit beruht, wovon ich immer ganz stark von ausgehe, finde ich das eigentlich eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Und guck mal, hört Mogli schnarkt in der Hand. Also ich habe hier auch meinen Hund, der hat auch vorhin geschnarcht. Ich weiß gar nicht, ob man das hören konnte. Ich guck mal einmal ganz kurz, Mila, komm mal kurz her. Komm mal her. Dann zeigen wir dich auch mal. Er hat nämlich am Anfang auch den Hund gezeigt. Ich weiß gar nicht, Mila ist ein bisschen kamerascheu. So. Das ist unsere Amstaff-Dame Mila. Also sie liegt hier hin weiter. Ja, geil. Das ist dann ähnlich wie bei uns. Dann liegt der Hund auch mal dabei. Nicht schlecht. Also bei uns ist es auch so, dass wenn ich hier solche Sachen aufnehme, Videos mache, arbeite, schiebe ich meistens ihren Schlafbereich hier mit rüber. Und dann chillt die hier, weil ansonsten ja, steht die nur vor der Tür und ist am Jaulen. Und das wollen wir natürlich nicht. Ist auch sehr schlecht für die Konzentration. Für mich dann, weil ich dann mal abgelenkt bin. Von daher... Weiter geht's. Ja, und dann auf einmal kam natürlich ein Medi zustande. Und ja, dann war ich wieder mit. Und dann dieses Mal habe ich mir dann nach ein Stück Zeit. Wie viel Zeit? Ein bisschen über ein Jahr, meine ich. Okay, genau. Also nochmal ganz kurz: Du warst also bist ganz früh damit in Berührung gekommen. Dann irgendwann aus dem Knast heraus hast du eine Bewerbung gemacht. Dann wurdest du Hangaround Prospect, dann irgendwann Member. Korrekt. Dann irgendwann gab es da eine Ungereimtheit, was nicht in Ordnung war. Du warst raus und dann warst du in Frankreich? Genau, in Frankreich kam ich zurück und dann habe ich auch meinen ersten Laden. Frankreich dann hier, ne? Fremdenlegion. Also ich finde es richtig cool, dass Harry das gerade nochmal so zusammengefasst hat. In Kürze. Ansonsten hätte ich das gleich nochmal versucht, aber das... ja, es sind so viele Informationen, das ist manchmal echt schwierig, das Ganze so zusammenzuhalten. Ne? Aufgemacht und ja, und genau, und dann kam ich dann wieder rein. Bist wieder Mitglied geworden? Nein, nicht Mitglied geworden. Ich musste wieder Prospect machen. Ah, wieder. Das haben wir uns fast gedacht. Jo. Hart. Ja, Prospect, okay. So ist das. Du kannst nicht einfach direkt reinkommen als Mitglied. Okay. Ne, was ich auch sehr cool finde. Bei Helsinki. Kannst du nicht einfach reingehen, da gibt es ja andere Vereine. Ich finde es auch sehr cool, weil was ich noch nie verstanden habe, ist, dass du einfach dann irgendwie zack irgendwo drin bist und ja, da hat man noch, da kennt man die Person noch gar nicht wahrscheinlich und da ist es immer relativ schwierig, da mit dem Vertrauen wahrscheinlich. Ich finde es auch cool. Oder andere, ich will hier keinen Namen nennen, aber da kann es man gibt ja. Viele Motorrad- ja, kannst Clubs du direkt, kriegst du direkt, so, kriegst ne? du direkt Patch, als Beispiel, ne? Aber das ist auch die Geschichte völlig egal, auf jeden Fall. Diese Zeit, wo ich raus war, weil man muss sich so vorstellen, die erste Mal, wo ich raus war, glaube ich auch, ich war so unsteuerlich. Also, was meinst du damit? Unsteuerlich war, du warst ein junger
Schwer zu bändigen wahrscheinlich. Vielleicht, wenn ich an einem großen Tisch saß, vielleicht manchmal muss man auch lernen, vielleicht manchmal gibt es auch Zeitpunkte, wo man einfach seine Meinung zurückhalten soll. Also du warst ein bisschen zu laut. Ich war einfach wild. Mhm. Und ich war wirklich, wirklich, also integrierte Hellsehen, das mehr geht nicht. Das war mein ganzes Welt. So, du musst dich vorstellen, die erste Mal, wo ich raus war, war sehr hart für mich. Ich finde das super interessant, was er gerade gesagt hat, ne? Dass man manchmal auch seine Meinung einfach ein bisschen zurückhalten muss, wenn es irgendwie angebracht ist. Ich bin immer noch dabei, das zu lernen, dass man teilweise halt echt mal sagen muss, weißt du was, es ist komplett egal. Ne? Man muss sich über gewisse Dinge auch gar nicht aufregen. Wie gesagt, ich bin mittlerweile Vater von 3 Kindern, uns geht's gut. So, das ist, ja, ey, was will ich denn mehr? Ne? Vielleicht muss man sich darauf wieder immer wieder zurückberuhen und sagen, mir geht's so gut, ey, ich kann Harley fahren, wir waren, wie gesagt, ich kann hier in meiner Freizeit hier noch irgendwelche Videos machen, kann hier Themen, kann mir das anschauen, alles ist gesund, familiär, also von daher, da muss man ganz oft auch echt mal den Ball flach halten, sich über gewisse Dinge gar nicht aufregen, es lohnt sich einfach nicht, ne? Weil, ganz ehrlich, das ist nur schlecht für einen selber, ich bin mittlerweile auch ein Fan davon, klar gab es auch mal wilde Zeiten, aber mittlerweile bin ich echt ein Fan davon, gerade im privaten Umfeld, dass man da echt Ruhe und Frieden hat, ne? Nichts, es gibt nichts Geileres. Ich denke, da wird mir auch der ein oder andere das wahrscheinlich bestätigen. Klar, ne, gerade wenn man ein bisschen Testosteron im Blut hat, da ohne Ende oder im Körper hat, da in den wilden 20ern, da muss man öfters mal auch einen dicken Max machen, war ich auch einer von. Aber mittlerweile interessiert mich das gar nicht mehr. Ich mache hier meinen Mist, soll jeder machen, was er meint. Ich glaube, das ist auch am entspanntesten und so kommt man auch am ja, kommt man auch weiter, ne? Das war meine ganze Integrität, da war weggenommen. Wegen etwas, in meiner Meinung, für mich zum der Zeit komplett behindert war. So, aber das ist egal. Auf jeden Fall war ich ja dann wieder zurück. Aber diese Zeit, wo ich raus war, wo ich mit war, war ich gewöhnt, jede Tag fast, in Aarhus, mehrmals am Tag eingehalten von Polizei. Ich stand immer mit einem Fuß im Knast. Ich war immer unter sehr hart Druck von den Behörden. Also, das war keine Larifari. Ich habe das schon alles sehr ernst genommen. Und aber dann hatte ich probiert, ein anderes Leben. Weil das war ja nicht so, dass ich schon anders probiert hätte, weil ich so jung in dieses Milieu reingekommen hatte. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, was er hiermit meint. Das heißt, ey, überleg mal, ne, wenn du hier mit 13 Jahren da schon einmarschierst, glaube ich 13 waren das, ne? Und du kennst nichts anderes, dann ist das erstmal grundsätzlich dein Leben. Und wie gerade man gehört hat, ne, wie er gesagt hat, und da war der halt voll mit drin, ne, oder das war sein ganzes Leben. Ja, dann ist das schon eine ziemlich krasse Sache. Und du kennst dann wahrscheinlich auch gar nichts anderes. Ja, und wie gesagt, das kann ich mir sehr gut, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und dann bin ich so ein bisschen von dieser Bobbel rausgekommen und für mich war das einfach. Und Gott sei Dank habe ich auch immer sehr viele gute Freunde außer Club gehabt. Und die waren natürlich auch immer noch für mich da. Und da habe ich einfach gespürt, dass da auch ein anderes Leben war. Und nicht, dass ich nicht gute Jahre im Club hatte, weil das hatte ich. Und das hat auch mich gemacht zum den Mann, was ich heute bin. Weil der Club hat eine sehr gute Struktur, wie der Armee. Ist wirklich so. Und du wirst hochgebaut als ein richtiger Mann. Und finde ich auch sehr cool, dass er das so sagt, weil, ja, manchmal finde ich es ein bisschen merkwürdig, wenn Leute dann, also es muss ja jeder selber wissen, ne? Wir sind hier komplett neutral, muss jeder selber wissen, was er macht. Das ist auch vollkommen okay, da wird jeder seine Gründe für haben, aber ich finde es im Nachhinein, das finde ich, gehört sich einfach nicht, wenn du im Nachhinein da irgendwie dann irgendwo raus bist und fängst an rumzusticheln und sagst, alles war nur noch, alles war scheiße. Weil das kann ich mir teilweise auch nicht vorstellen, dass das so war. Nur weil man jetzt verärgert ist, um den anderen irgendwie zu schaden oder um irgendwas zu schaden, das einfach da rauszuhauen und sagen, es war alles nur ein Riesenmist, das ist, glaube ich, in 99% der Fälle nicht richtig. Aber mein Leben hat sich einfach so drastisch geändert in dieser Zeit, wo ich raus war. Ich hatte mehrere Geschäfte aufgemacht und dann, wo ich mit war. Wo du dann wieder drin warst. Ja, genau. Ich kenne auch sehr viele Leute und dann natürlich musste ich auch oft mit zu Meetings und dies und das und auf einmal hatte ich einfach die Herz nicht mehr dafür. Ich hatte auch nicht die Lust mehr dafür. Und dann gab es auch ein paar andere Sachen, was auch intern ist für mich, das ist privat für mich,
wo ich einfach wusste, ihr kennt diesen Bauchgefühl, das ist genau das gleiche wie in einer Beziehung. Du weißt, du bist nicht glücklich mit dieser Frau. Du musst davon, ne? Und ja, dann habe ich die Wahl genommen. Und oft fragt Leute, kann man sich einfach so rausmelden? Natürlich kannst du das. Wenn du dich immer ordentlich benommen hast und kann nicht den Patch benutzen, andere Leute unter Druck zu machen, was ich so eklig finde, ist gar kein Problem. So, ich habe mir ausgemeldet wie ein Mann auf einem Montagsmeeting. Alles gut. Und war gut. Und ich war natürlich gelefft. Und ja, ich habe immer noch gute Freunde beim Club. Und ich komme nicht mehr in das Milieu, ich komme nicht mehr in die Clubhäuser, weil deswegen habe ich mich ausgemeldet. Ich habe mich nicht ausgemeldet, wieder dazu kommen. Habe ich mich entscheiden für mich. Und mein Leben hat sich geändert. Und ja, und ich habe viele gute Jahre da gehabt. Das würde ich auch niemals wegnehmen. Würde ich auch nicht ändern, wenn ich konnte. Und ja, Respekt an alle geht aus. Genau. Alles klar. So, das war Antwort für das. Aber ich habe. Das finde ich, finde ich ziemlich cool, was ihr hier sagt. Wie gesagt, das war es jetzt schon von dem Teil. Guckt euch auf jeden Fall das ganze Video an. Also, das fand ich jetzt auch gerade sehr interessant noch, das, was er zum Schluss gesagt hat. Da hört man ja auch immer ganz, ganz viele Sachen, gerade wenn man halt austreten möchte und so weiter. Ich glaube, wie er es gerade gesagt hat, und er hat es ja wahrscheinlich auch, oder er hat es ja selber erlebt, dann kann man das Ganze da schon glauben. Und ich denke nicht, dass er vom Typ her so ist, dass er hier irgendein Bullshit hier erzählt. Von daher, ja, wie gesagt, ne, ist ein super interessantes Thema. War jetzt nur ein kleiner Abschnitt. Ich glaube, wir sind aber trotzdem jetzt schon wieder echt bei 25 Minuten angekommen. Haben wir wieder viel gequatscht. Ich werde jetzt beim nächsten Mal noch auf weitere Sachen reagieren. Das heißt, das Ganze kommt ja insgesamt ziemlich gut an. Da werden wir auf jeden Fall noch weitermachen. Ich möchte bitte nochmal dran erinnern, ne, das ist hier alles auf einer Basis von Respekt. Das heißt, wir werden hier nicht gegen irgendwelche anderen Leute irgendwas schießen oder sonst irgendwie. Wir gucken uns das Ganze an, neutral an, sind da respektvoll. Ich möchte auch jedes Mal, dass wenn wir auf Videos reagieren, weil der Content, das muss man einfach ganz klar sagen, hat wer anders erstellt. Ich schaue mir das jetzt mit euch an, reagiere darauf, aber insgesamt der Content kommt ja von den Jungs. Das heißt, bitte auch, wenn euch das gefallen hat, dann lasst es lieber bei mir weg, geht lieber zu denen, lasst ein Abo da, guckt euch das Video an, aktiviert die Glocke, weil das supportet ungemein. Und ja, Leute, in diesem Sinne, das war's. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Get down in the car. One time give it all. Bust it open hard. Let me see you jar. Get down in the car. One time give it all. Bust it open hard. Let me see you jar.